Darf ich euch noch bitten, so herzlich sein, dass wir euch so uns enger. Alle spielen in Adler. Ja, so ist die ganz natürliche Haltung muss man nehmen. Und dann bitte. Das Arschi raus. Schau, die Fotografen, wir machen das der Reihe nach. Zuerst die Janine. Alle schauen zu Janine, bitte. Alle schauen zu Janine. Do you like it? Is it okay? Yeah. The beautiful sight. Okay, Dorit, thank you and bye bye. Thank you very much. Roland, jetzt kommst du dran. Golfen, golfen, golfen. Ich kann nicht golfen. Nein, ich kann es auch nicht, aber. Können wir spielen jetzt? Was? Ja, ja, alle. Müssen wir spielen? Wieder golfen. Ich kann nur jonglieren. Oder Billard, kannst du Billard auch spielen? Kannst du Billard auch spielen? Taschenbillard. Was bin ich? Ja. Du bist in Wien aufgewachsen. Ich bin ein Wiener, ein Liesinger, ja. Aber jetzt wohne ich halt in Gundramsdorf. Ich bin in Wien geboren, aufgewachsen, im Spital auf Wien, Oberösterreich. Und seit 1959 bin ich wieder in Wien. Beides auf Wien. Aber ich liebe Wien. Spittelberg, ja, vorhin. Schöne Stadt, der Donaukanal. Ja, der Rhein, Wien ist wirklich schön. Ich habe selber gesagt.
Ich bitte Sie, Sie bleiben darüber, weil die Frau ist gerade zum Putzen, ja? Putzen. Dieses Krimenien ist das Mindeste. Meine Hauptbeliebteste Grund wollte ich Ihnen zu der Architektur, die Sie morgen auch sehen werden, besonders in der Barbier-Moschee, stammt von dem 17. Jahrhundert. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit locken. Die grüne Farbe, die habe ich gerade gesagt, ja? Das war ein grünes Paradies. Und wir haben gesagt, ja, das sind das Geschmack. Süß, das ist der Freund, der hat den Krankenhof und Schlachthof. Wenn der Patient einen Blick werfen kann, dann hat er schon eine Idee über die Zukunft. Und direkt von der Herstellung zum Verbrauch. Okay. Zwei Grabsteine, ein Frauengrabstein. Gut, sehen Sie mal. Ja, mal sehen. Da gibt es ja besser Zeit, wenn Sie nachher hier auf der Universität. Wahnsinn, was das früher alles war. Ja. Das war eigentlich wie ein Normal. Keine Probleme, da wird Ihnen 24 Liter geschenkt. Mit dieser Flasche, gut packen. Ah, wo ist jetzt der junge Mann? Was kostet der? Oder kostet 5. So nehmen Sie 5. Mit dieser 20. Mit Valentina und mit noch. Mit Valentina und mit Rosen. Nee, dieser kaputt. Dieser kaputt. Das ist immer Einsammlung. Dass ich auch mehr drauf bin, nicht? Seid schon drauf, alle. Professor, ein bisschen vor. Wir sind mindestens 7000 Kinder, die geschlachtet und geopfert für den Hauptgott Balhamon und für seine Gemahlin Tanit. In nächtlichen Zeremonien, nicht am Tag, in der Nacht, veranstaltet man so ein großes Feuer. Dann kamen also die 7 Priester, sozusagen, natürlich also der Karthager, mit einem schwarzen Kleid. Bis dem Ding, so ein langer Hut, das Bild, ja. Und das war nicht nur ein einziges Kind, aber mindestens 100 bis 100.
Roberto, Abmarsch ins Innere. Marschier weiter. Nee, bis in der nächste rein. Ich wollte ja nicht, dass du da einmal im Bild bist, sonst kannst du ja nicht einmal sagen, dass du wirklich da warst. Das ist ja so wichtig. Das war ja furchtbar. Schau, den kann man wirklich super ruhig filmen da mit dem. Das ist super, so, ne? Gut, gell? Ja. Wie das geht. Ja, ne? Unglaublich. Du bist besser wie die, bin ich drauf gekommen. Ja, diese kleinen Sachen. Ja, ja. Granatäpfel sind da. Wir besichtigen besonders die Antonius Pius Thermen. Das heißt, die gefüllten Bäder. Dieser Teil hier ist der Brügel, ja. Und Decumanus. Gegenüber ist das Präsidentenpalast, darf man nicht fotografieren, wo die Walzensmauer sehen. Sehe ich ja nichts. Bürsa-Hügel, also der Hügel heißt Bürsa, stammt aus dem Griechischen, das heißt Kuhhaut und das hat natürlich mit der Legende. Da kann man gut gegen den Bauch stützen, kann man immer schauen. Das ist schon praktisch. Ja, sonst hätte man nie so eine ruhige Hand. Nein, niemals hast du. Das ist in Russland, wie der Kleine da vorher gehabt. Ja, du, nimmst du. Damos Caritas Basilica, christliche Basilika. Damos Caritas.
wegen keiner Untung. Ja, das ist genau so viel. Professor, der hört nichts. Kamera läuft! Wir sind noch in City Poseid! Das fällt aber unter Verbot. Ja, genau, das müsst ihr ausschneiden. Ich hab eh nichts gehört. Lauter Kakteen. Urwaschelkaktus. Sonst gibt's Mord und Totschlag, ja? Besatzung von 1534 bis 1573.
Zwillinge gehören zunächst. Also ein Jude, dann hat er ein Muslime, ein Rechtsanwalt, heißt Anabi. Und die Kinder haben das gekauft, der Erbe. Wo ist denn Moses gewohnt, Leute? So wie heute im Auto, nicht? Ne? Der ja, macht ja, immer ja. Solche Stiche. Als Deutscher ist der Ruf, kann ich mir einfach vorgestellt. Das war ein Haben Sie jetzt was gekriegt? Das ist gerade ausgekommen. Das ist für Sie toll. Das ist verständlich. Das ist alles, das ist schwierig. Sie brauchen einen Schenkel, Sie verschenken. Das ist ja auch gar nicht. Das ist 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 ja. Ja. Das ist mir. Meine Damen und Herren, bald werde ich Ihnen zeigen, Metzgerei, die spezialisiert im Kamelfleisch. Ich weiß nicht, ob Sie Kamelfleisch gegessen haben. Ja, gut. Ja, die Dame hier, die war oft verreist, habe ich gehört, ja. Und sie haben Kamelfleisch gegessen. Das schmeckt genauso wie Rindfleisch. Muss sein. Und nicht, wenn Sie den Kopf sehen, dann wissen Sie, ob es Option oder alt, ja. Leider nicht. Ich ja, genau so wie Kuhfleisch, 14 Dinar oder 15 Dinar so ungefähr. Elfenbein, das ist alles Elfenbein. So, der. Dieser Raum hier, der Raum geeignet für Frauen. Ja, immer wieder. Das heißt hier ein Raum. Sehen Sie mal. Frauen, die aus verschiedenen Welten kommen. Das ist geeignet für Frauen, da musst du weggehen. Da. Das ist geeignet für Frauen, der Raum. Ach so, darf ich gar nicht rein. Gibt's dort? Eis?
im Namen Gottes des Barmherzigen und Allmächtigen, das ist ein wichtiger Ausdruck, damit das die Ja, wozu diese Zisterne jetzt? Für das rituelle Waschen. Al-Wudu heißt das. Und abgesehen vom Gebet, ein Muslim, abgesehen von dem großen Bad, muss sich fünfmal pro Tag waschen. Das rituelle Waschen. Fünfmal, bevor er betet. Fünfmal obligatorisch. Nein, immer wenn es klingt, ist es und zum Beispiel, wenn er Geschlechtsverkehr mit der Frau muss er gleich. Und nochmal, also das rituelle Waschen. Im Ramadan, dasselbe. Das ist so. Das machen die christlichen Männer auch. Die Warte? Ja, ja, die machen das. Nee, auch zu Hause, wenn er zu Hause betet. Aber die Frauen ja auch. Bitte? Die Frauen auch. Das rituelle Waschen heißt Al-Wudu. Und es gibt natürlich eine Abteilung, Mira heißt das. Ablution heißt das auf Französisch. Ablution. Ablution. Wo kann man sich da waschen? Da sehe ich das nicht. Jetzt gibt es draußen links ja einen extra Raum. Damals Mülltonne, eine Tonne. Gab es keine Wasserhähne, keine Kanalisation von der Zisterne. Im Hof? Im offenen, ja. Da mit einem Eimer, da, ja, dann wasche ich mal. So, so. Da gibt es eine bestimmte Regel über dieses rituelle Waschen. So, meine Damen und Herren, was Sie da drüben sehen, ist ein Sonnenkalender. Hier, in den Treppen, ja. Wer hat die Uhr
erfunden? Das haben wir doch in Ihrer Meinung nach. Ägypter. Die? Ägypter. Die, nein, die Araber. Araber. Die Araber, aber die haben es von den Ägyptern. Die Ur, ja, das war im 8. Jahrhundert. Nach Christus, zur Zeit von Karl Magnus. Ich glaube, die Ägypter sind Araber. Die Sonnenkalender, die zeigen die verschiedenen Orientierungen. Also das sind die Felachen. Ich gebe Ihnen 10 Minuten, ja? Ja. Falls Sie möchten, dann können Sie ruhig sehen und dann gucken. Auch, die Säule, die Säule. Ja, die Säule. 10 Minuten. Schon fotografiert? Schon fotografiert? Bitte, filmen, aber es geht schon, geht schon, geht schon. Das ist nur. Wir verlangen natürlich eine Provision, ne? Ja, langsam. Langsam. Noch eine Stufe. Vorsicht. Oh je. Sprung gewesen? Ja, ja. So. Voilà. Besser als zuvor. Danke, war super. So, meine Damen und Herren, schönen guten Tag und gleich herzlich willkommen an unserer türkischen Firma. So, meine Damen und Herren, Sie sind hier in Kairouan und wissen Sie, Kairouan ist der türkische Quelle. Es gibt also zwei verschiedene Techniken. Zum Beispiel, das ist hier ein kleiner Webstuhl, also nur für Vorführung, aber normalerweise die Kairouan-Teppich ist Heimarbeit. Ja? Ja, schauen Sie mal hier, wie das geht immer. Knoten nach dem Knoten, also wie Krawattknoten, aber das heißt Smirne-Knoten. Nach Stumpf reifen wir uns unten und fährt. Ja, jeder macht was er will. Richtig, ja. Teppich, Teppich, schönes Teppich. Bei mir muss ich es machen, wenn man sieht, wenn ich so zerfetzt und so zerrissen, ich geniere mich schon. Aber es ist bei meinen Banausen zu Hause unmöglich.